Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Der Ball rollt, Anstoß von Real Madrid. Ein Spiel gegen den Abstieg für sie. Ein Unentschieden würde reichen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird also viel über die Flügel gehen. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Die Mannschaft spielt heute im klassischen 4-3-3 mit zwei Stürmern auf dem Flügel. Und nun Pogba. Wird's jetzt gefährlich. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Wenige Minuten gespielt erst. Und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen. Ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Da scheitert er an der Mauer. Jetzt wird es Ecke geben. Mit dem Ball ins Aus. Da war der Druck wohl zu groß. Dybala. Da verlieren sie den Ball. Im Mittelpunkt einmal mehr Cristiano Ronaldo. Ja, der kann ab. Jetzt ist er auf und Ronaldo! Da geht sie noch mal dazwischen. Glück gehabt, die Chance wäre gut gewesen. Dybala. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Modric. Der Verteidiger stört ihn. Toni Kroos bringt gleich den Eckstoß rein. Ball bei Pereira. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Und Khedira. Da passt er auf, Ball geklärt. Karim Benzema jetzt. Marquisio. Super Hackentrick, der Ball kommt an. Dybala. Gutes Tackling auf außen. Ronaldo am Ball. Nun Isco. Benzema. Er lässt den Gegner stehen. Marquisio. Nun Cuadrado. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Benzema. Und abgepfiffen, gibt Freistoß gegen Juventus Turin. Freistoß schon ausgeführt. Und nun Alexandro. Cuadrado am Ball. Pogba jetzt. Und jetzt Pereira. Gut gekickt. Dybala. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Jetzt Benzema. Und der Ball geht zu Bale. Jetzt Cuadrado. Marcelo jetzt. Und nun Ronaldo. Benzema. Tor, ganz stark gemacht.
Ein wirklich wichtiges Tor. Das gibt Sicherheit. Sie liegen vorne. Es braucht mindestens ein Unentschieden, um den Klassenerhalt zu garantieren. Sieht also gut aus für den Moment. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da zieht er ab. Klasse auf. Trifft er. Ja, drin. Tor. Der Klassenerhalt dürfte geschafft sein. Sie liegen deutlich vorne. Jetzt weiter konzentriert arbeiten und das Ding nach Hause bringen. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne noch mal an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Karim Benzema jetzt. Sauberes Tackling von ihm. Dybala. Er pfeift Strafstoß. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm, er macht den Elfer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ball bei Pereira. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er spielt den Verteidiger aus. Starker Einsatz. Da holt er sich den Ball doch noch. Und jetzt Isco. Pogba. Und jetzt Khedira. Juan Cuadrado jetzt. Dybala. Isco. Gut gemacht, gutes Tackling. Pereira jetzt. Ramos klärt, Gefahr vorbei. Bale. Gareth Bale jetzt. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Er ist frei. Benzema! Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Und da macht er sein zweites Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Vier Treffer nach 45. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Dybala. Ein gelungener Pass. Pereira. Der Ball war nicht platziert genug. Modric. Bale. Marquisio. Benzema. Und jetzt Isco. Das könnte gefährlich werden. Benzema. Da passt der Torhüter auf. Pogba. Gareth Bale jetzt. Jetzt Benzema. Jetzt Pereira. Alexandro am Ball. Und nun Pogba. Pass auf die Außenbahn.
Marquisio jetzt. Und Groß. Und nun Khedira. Dybala. Den Ball hält er gut. Eckball gibt's. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Macht er ihn. Ein unfassbares Tor. 3:2 also. Da ist alles drin. Chiellini kann da klären. Da zieht er ab. Aufgepasst von Chiellini. Dybala. Jetzt Marcelo. Und Ronaldo. Groß. Und den Ball hat er sich geholt. Pogba am Ball. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Cuadrado. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Muss Einwurf geben. Jetzt Cuadrado. Der kommt gut. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Das hätte brenzlig werden können. Aber er kommt vorher an den Ball. Ronaldo am Ball. Da bekommt er Unterstützung. Klasse Technik. Und nun ein Schuss. Gut gehalten. Nun Pepe am Ball. Benzema. Und Ronaldo. Pepe. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Pepe, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Super, wie sie diesen Standard genutzt haben. Sowas ist einfach Gold wert. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Und da kommt er an den Ball. Jetzt Bale. Jetzt Benzema. Nun Pereira. Und nun Khedira. Pogba jetzt. Ball bei Bale. Macht der Schiedsrichter gut, es gibt Vorteil für Madrid. Und den Ball bringt Ronaldo rein. Benzema. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Khedira.
Nun Ronaldo. Khedira. Schießt er ihn rein. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Barzali. Und nun Khedira. Benzema. Bale. Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Ronaldo! Der Ball ist drin! Tor für Real Madrid! Das ist schon eindeutig jetzt. Und der Torhüter macht keine gute Figur heute. Ob es nur an ihm liegt, ich weiß nicht. Aber stimmt schon, er hatte sicher schon bessere Spiele. So, heute ganz, ganz klare Überlegenheit. Noch ein Tor obendrauf, das ist eine klare Entscheidung. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Da kommt der Abpfiff. Am Ende 5:2, klare Sache. Ein ungefähr...